Hey Leute, ich muss mich jetzt mal ganz fix kurz fassen, weil dieses Exemplar wird gleich von seinem Besitzer wieder abgeholt. Ich sollte das Ding reparieren, habe ich auch gemacht, war eine totale Katastrophe. Könnt ihr auch gleichzeitig als Kaufberatung mitsehen. Angefangen, das ist eine Erstzulassung 2006. Versuchen wir mal noch schnell was Positives zu finden. Okay, diese Gurken bekommt ihr relativ günstig, das hat seinen Hauptgrund. Dieser Kandidat hat jetzt eine Klimaanlage und eine Servolenkung, das ist relativ gut. Sonst hat das Ding kaum mehr etwas. Das ist jetzt ein 2.6er Modell. Was ich extrem scheiße finde, ist, dass die 2006 noch einen Metalltank da hinten eingebaut haben. Dieser Kandidat jetzt hier ist komplett rostig ringsrum. Der wird in den nächsten 2 Jahren definitiv runterfallen, abnibbeln. Oder der Kandidat hier, der wird so viel Dreck durch seine Benzinpumpe durchschießen, dass die Benzinpumpe einfach aufgibt. Also da sollte sich VW auf jeden Fall schon mal sehr schämen, dass die 2006 noch einen Metalltank eingebaut haben. Dann, was ich auch sehr scheiße finde, ist, bei denen habe ich jetzt hier die Querlenker gemacht. Da hatte ich Hilfe von den Kollegen, weil alleine wäre das eine ziemliche Räude geworden. Was mir noch aufgefallen ist, um die Querlenker zu lösen, die Schrauben gehen in Alu. Hilfsrahmen rein und die Schrauben sind auf beiden Seiten komplett weggebrochen. Das heißt, rein von der Theorie müsste dort ein neuer Hilfsrahmen rein. Ist bei dem Bruder hier jetzt passiert, aber wer keine Ahnung hat, der wird einfach drauf losschrauben, wird die Schrauben wegbrechen und hat dann den großen Aal. Ja, war auf jeden Fall eine Heidenarbeit, das zu machen, das zu tauschen. Das war alles nicht schön. Also lieber Finger weg von so einem VW Fox. Warum sie so günstig sind, hat natürlich seine Gründe, aufgrund dessen, dass es eine Konstruktionsflöte ist. Das ist alles Schrott am Werk. Ich weiß nicht, was sich VW gedacht hat, es ist alles Schrott. Sorry Leute, dass mein Fazit und meine Meinung so ausfällt, aber ich bin nur ehrlich, kauft euch so einen Hobel auf gar keinen Fall. So, dass ihr auch nachvollzieht, was das Problem ist. Die Schraube, die der Waldi gerade hier löst, diese Schrauben hier, die sitzen so verdammt fest und krumm drinne, dass sie sich extremst bescheiden nur rausbauen lassen, auf Deutsch gesagt. Ihr seht hier, mit was der Waldi drückt. Ja, das ist uns auf der Seite hier ein bisschen zum Verhängnis geworden. Ja, hier muss man jetzt eine Kontermutter drauf schweißen, in der Hoffnung, dass das Restgewinde jetzt, was noch drinne steckt, rauskommt. Sollte das natürlich alles nicht klappen, seht ihr das hier. Dieses Aluteil. Dieses Aluteil, das müsste dann bis komplett raus. Es geht bis dahinter. Und das ganze Stück dann muss gewechselt werden. Genau. Aber wir hoffen mal, dass das, was wir jetzt hier zusammengeschweißt haben, hält. So, schaut mal hier. Das ist alles sehr rostig. Am schlimmsten ist aber das hier. Die komplette Reserveradmulde besteht eigentlich nur noch aus Rost. Das Loch hier mache ich zu. Aber wenn du hier mit dem Hammer dagegen haust, ja, da bist du durch. Genauso hier geht's weiter mit dem Tank. Der ist ja aus Metall, was ich nicht nachvollziehen kann. Auf jeden Fall seht ihr hier die Halterung da oben. Die ist auf jeden Fall in den nächsten 2 Jahren weg. Genauso sieht es hier um die Halterung für einen Benzinfilter aus. Die ist auch kurz vorm Abnibbeln. Die Hinterachsbuchsen seht ihr hier. Da kann ich jetzt noch ganz viel U-Schutz reinmachen. Die sind eigentlich porös auf beiden Seiten. Hier Schweller, der ist auch in den nächsten 2 Jahren durch. Ja, die komplette Hinterachse ist eigentlich Schrott, muss man mal so sagen. Ja. Auspuff, der Endtopf ist nicht ganz so alt, aber hier drückt es auch ein bisschen raus. Ich habe jetzt leider kein Akemi oder sonst irgendwas hier, um das dicht zu machen. Auf jeden Fall, naja,